Es geht um Präzision und Ausdauer, das Gefühl für den Tisch sowie mentale Stärke. Dass die bei der Berliner Landesmeisterschaft der Herren im Achtball gezeigte Spieltiefe fernab von Kneipenromantik ist, sollte jedem klar sein. Doch wie groß das Können der hier angetretenen Sportler tatsächlich ist, werden wohl nur echte Fans des Billardsports wirklich einschätzen können. Einige von ihnen fanden sich am letzten Sonntag im Clubheim des BFC Fortuna in Berlin-Neukölln ein, um herauszufinden, welches der hier angetretenen 16 Billardtalente die Speer- bzw. die Kö-Spitze Berlins darstellt. Und für sie blieben keine Wünsche offen. Von Regional- bis Bundesligaspielern ist hier alles vertreten, was der Berliner Billardsport zu bieten hat. Bis zum Viertelfinale der Meisterschaft spielen die Herren auf 6 Gewinnspiele, also ein Best of 11. Im Doppel-K.O.-Modus für die letzten 8 Teilnehmer wurde die Anzahl der Gewinnspiele auf 7 erhöht und im klassischen K.O.-Modus für Viertel-, Halb- und Finale fortgefahren. Zwar musste sich der amtierende Berliner Achtballmeister Justin Kevin Dolling schon in der Vorrunde in einem engen 5:6 gegen Sascha Borg geschlagen geben, doch unter den letzten 8 Finalisten befand sich nichtsdestotrotz der ein oder andere bereits recht hoch prämierte Spieler. Eines der bekannteren Gesichter an den Tischen ist Stefan Weihnacht. Seit 2005 ist er dem Billardsport verfallen, Mitglied des ersten PBC Friedrichshain und er spielt aktuell in der deutschen Regionalliga. Ich habe damals einfach mal ein bisschen gespielt in der Kneipe und dann ist mir einfach mal so im Sinn gekommen, du kannst es ja irgendwie so ein bisschen, also hast so ein, sagt man so, ein Gefühl halt einfach, was auf dem Tisch passiert. Ja, und dann bin ich halt im Verein gegangen. Hab dann halt im Prinzip immer trainiert und hab dann halt einfach gemerkt, okay, du hast wirklich, ich sage jetzt mal ein bisschen ein gewisses Talent dafür und das habe ich dann sozusagen nach und nach halt immer verbessert und ja, jetzt würde ich auch nicht mehr ohne Billard eigentlich auskommen wollen. Mit 2 soliden Partien in den Vorrunden spielte sich Stefan Weihnacht bis ins Viertelfinale. Dort trifft er auf Fabian Schepers, doch auch dieses Match ist für ihn kein großes Problem. Mit einem beeindruckenden 7:0 lässt er seinen Gegner links liegen und zieht weiter ins Halbfinale, indem er dann auf den 19-jährigen Sandro Tschunke vom PBC Adler trifft. Erst letzte Woche hatte Tschunke das Turnier um die Berliner Meisterschaft im 14:1 für sich entscheiden können. Ein harter Gegner also für dieses Halbfinale. In einem packenden 7:4 kann Sandro Tschunke das Match dann aber für sich entscheiden und an den finalen Tisch weiterziehen, an dem er auf Tarek Zara trifft. Grund genug nachzufragen, wie der Sportler es überhaupt schafft, seine Konzentration über so einen langen Turniertag zusammenzuhalten. Ist natürlich halt auch Training, was man da vor sich nimmt. Man probiert erstmal, keine Ahnung, 5, 6, 7 Stunden hintereinander zu spielen, konstant zu spielen, auch gut zu spielen. Das jetzt hier auch abzurufen ist natürlich auch der Oberknaller, dass ich es geschafft habe, sozusagen jetzt wieder im Finale zu stehen. Und dieses Finale stellte in Sachen Spannung alles in den Schatten, was den Zuschauern hier den Tag über geboten wurde. Zwar konnte Sandro Tschunke in den ersten 6 Spielen einen deutlichen Vorsprung herausarbeiten, verpasst jedoch bei einem Zwischenstand von 5:1 den Punkt, der ihn hätte zum Matchpoint bringen können und erlaubte seinem Gegner wieder zu verkürzen. Dann das 11. Spiel. Es sah zunächst gut aus für den 19-Jährigen. Bei einem Gesamtstand von 6:4 konnte er alle Kugeln versenken, war hier jedoch zu einem Safety Play gezwungen. Dies nutzte Zara aus und verkürzte auf 6:5. Im letzten Spiel der Partie verfehlte Tarek Zara die Tasche und schenkte dem nun zweifachen Berliner Meister den 7. und letzten nötigen Punkt. Dass dieser Sieg dem des letzten Wochenendes im Nichts nachsteht, merkte man dem jungen Talent zweifelsohne an. Unfassbar schön. Ja, war ja erst irgendwie ziemlich heftig in Führung, aber dann ist er noch ordentlich rangekommen. Bin ich schon ein bisschen ins Schwitzen gekommen, bin jetzt aber natürlich umso froher irgendwie, dass ich das Ding noch nach Hause geholt habe und jetzt entspannt schlafen kann. Am 2. April hat er die Chance auf den nächsten Titel, dann findet die Berliner Meisterschaft der Herren im neuen Ball statt. Alle Highlights gibt es dann natürlich hier wieder bei uns auf Hauptstadtsport TV.